Aus erster Hand. Lisa König und Jan Böhmann im Gespräch mit Cornelia Funke. Ich freue mich sehr, dass Cornelia Funke bei uns zu Gast ist, jetzt aus Malibu zugeschaltet, also wirklich gerade nach dem Morgenkaffee. Bei uns ist ja hier schon, wir machen am Ende es immer so, dass die Menschen, die gerade zu Besuch sind, ihre Kamera nochmal anmachen, dass man sieht, wer da ist. Da sieht man auch das ein oder andere Kaltgetränk, was dann schon getrunken wird. Ja, oder Warmgetränke im Winter, mit Kakao oder, also es ist Kakao natürlich. Aber trotzdem, geboren am 10. Dezember in Dorsten, am nördlichen Ruhrgebiet könnte man sagen, vielleicht auch am Niederrhein, die Grenzen sind da fließend. Und nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung zur Pädagogin gemacht, als Erzieherin gearbeitet, aber nebenher auch Buchillustration gelernt und dann den internationalen Durchbruch, ja, Anfang der 2000er mit Herr der Diebe gefeiert und seitdem in 38 Sprachen übersetzt, wenn ich das richtig recherchiert habe, über 2 Millionen Werke verkauft und jüngst 20. Ja, Entschuldige, ich habe gedacht, das ist nur eine zweite Ausbildung. Sehr viele Bücher. Sehr viele Bücher. Das sind Zahlen, von denen Menschen, eigentlich jeder träumt davon. Vor allen Dingen die Leute, die selber auch Bücher schreiben. Und jüngst eben geehrt, auch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, mit dem Sonderpreis Gesamtwerk. Und wir haben jetzt im Vorfeld immer gesagt, die größte lebende deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin kommt zu uns zu Gast. Und dem möchte ich gar nicht viel hinzufügen, sondern ziehe mich jetzt gleich auch zurück. Denn ich glaube, du hast in deinem Leben schon mit Menschen gesprochen, die weniger Ahnung von deinem Werk haben, als ich es habe. Aber du hast mit wenigen gesprochen, die mehr Ahnung haben als Lisa. Und dementsprechend macht es total Sinn, dass ich jetzt mich zurückziehe und später für die Fragen wiederkomme. Und da kurz an alle da draußen noch. Fragen, die Sie haben. Gerne in den Chat. Ich sammle die. Ich komme dann so gegen 7, 10 nach 7 hier rüber. Und dann sehen wir zu, dass wir so viele Fragen wie möglich noch unterkriegen. Jetzt bei 300 Personen, wenn da jeder eine Frage hat. Klappt nicht ganz. Ich versuche da so einen repräsentativen Schnitt zu wählen. In dem Sinne, dir viel Spaß und euch da draußen auch viel Spaß. Bis später. Dann muss ich nur einmal kurz für den Bildausschnitt mit meinem Höckerchen ein kleines bisschen mehr in die Mitte rutschen. So, super perfekt. So sieht man deine Bücher auch noch im Hintergrund, alles klasse. Ja. Okay. Du hättest ja eigentlich so eine kleine Vase mit Schnee jetzt noch hierher bringen können, damit ich auch wirklich glaube, dass ihr Schnee habt. Ich kann dir nachher einfach kurz ein Foto schicken, aber wir haben hier echt extrem viel Schnee. Ich bin sehr gespannt, wie ich nachher noch nach Hause komme, aber das wird irgendwie funktionieren. Das ist als erstes mal, Conny, ja, total klasse, dass du da bist. Als wir diese Reihe geplant haben und uns überlegt haben, wen wollen wir denn gerne mit dabei haben, war der Name halt total weit oben auf der Liste, also sehr weit oben, weil ich habe diese Liste gemacht. Und wir haben dann eben überlegt, okay, komm, wir trauen uns einfach, dich mal zu fragen. Und das muss man einfach mit dazu sagen, die Antwort war so schnell da und dass die so positiv ausfällt, hätten wir uns gar nicht wünschen können. Darum erstmal guten Morgen und schön, dass du da bist. Vielen Dank und ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Das macht jetzt schon einen ganz wunderbaren Morgen aus hier. Das ist auf jeden Fall super. Jetzt hat Jan ja schon so ein bisschen auch so vorgestellt, wo du herkommst, wo es auch gerade hingeht. Und wir machen das mit unseren Gästen ganz gerne, dass am Anfang so die Frage zentral steht mit, du hättest wahrscheinlich am Anfang deiner Karriere nicht gedacht, dass das so läuft. Oder doch? Nein, also ich glaube, viele Leute sagen dann immer so, du hast deine Träume wahrgemacht. Und ich sage, nein, ich hatte solche Träume nicht. Ich habe nicht davon geträumt, irgendwann in Amerika zu wohnen. Überhaupt nicht. Obwohl ich mal darüber nachgedacht habe, dass ich doch gerne einen Indianerhäuptling heiraten würde. Das war auch in der Karl-May-Zeit. Ja. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob ich will berühmt werden. Das war eigentlich nicht so. Ich glaube, ich wollte was mit Kindern. Ich wollte von Kindern umgeben sein. Daran ist wahrscheinlich meine kleine Schwester schuld, die 14 Jahre jünger ist als ich und meine Website heute macht. Ja. Meine Eltern wollten, dass ich Kunst studiere, aber da hielt ich gar nichts von, weil ich dachte, man muss die Welt jetzt erstmal ein bisschen besser machen. Okay. Mit 17 will man ja auch nicht unbedingt das tun, was einem die Eltern sagen. Selten. Und dann habe ich aber als Sozialarbeiterin gearbeitet und merkte, ich bin immer am Geschichten erzählen, ich bin immer am Zeichnen oder Malen mit den Kindern. Und ich glaube, das war so meine erste Lehre. Man kann nicht gegen seine eigenen Talente anarbeiten. Wenn man das versucht, ist man eigentlich kein glücklicher Mensch. Man muss im Grunde schon rausfinden, was für eine Art Werkzeug in der Tasche man ist.
Und ich glaube, ich weiß das inzwischen ziemlich gut, was ich bin. Und das dann sein ganzes Leben lang zu machen, ist natürlich eine große Freude. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist für niemanden eine größere Freude als für alle, die deine Werke lesen dürfen. Aber wann war denn dann so für dich der Punkt, wo du dachtest, ja, ich bin jetzt Autorin, weil du warst ja auch bei der Redaktion oder bei den Drehbüchern bei Siebenstein auch mit dabei und dann mit den Illustrationen. Aber wann war so für dich der Punkt, dass du dachtest, ja, also ich bin Kinder- und Jugendbuchautorin? Ja, erstens habe ich mich nie Autorin genannt, weil ich das so ein seltsames Wort finde, oder? Ja. Da kommt das Schreiben gar nicht drin vor, das klingt nach einem fremden Wort, also es hat eigentlich gar nichts auch mit der deutschen Sprache so viel zu tun, oder? Das heißt zum Beispiel, im Englischen heißt es ja einfach Writer, also Schreiben. Ja. Da hätte ich, glaube ich, besser mitleben können. Das heißt, ich habe mich schon ziemlich früh eine Geschichtenerzählerin genannt, weil ich dachte, das ist eher das, was du tust. Mhm. Und ich hatte auch keine Ambitionen in der literarischen Welt allzu sehr zu Hause zu sein. Ich wollte ja nur Geschichten erzählen. Ja. Und dass das aber meine Hauptaufgabe werden würde und nicht das Illustrieren, hat sehr lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Also ich glaube, das begann eigentlich so bei Drachenreiter. Noch nicht mal bei den wilden Hühnern, obwohl die so erfolgreich waren. Bei Drachenreiter war es so, dass ich zum ersten Mal ein ganz langes, großes Buch schrieb. Mhm. Und merkte, wie sehr ich das genieße. Ja. Und merkte auch, ich komme als Schriftsteller irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Und ich glaube, da habe ich angefangen zu verstehen, dass das vielleicht ein Beruf wäre. Aber da war ich schon, ich glaube mal so 32. Ja gut, aber manchmal ist das ja auch einfach so, braucht es ein bisschen, bis man auch so versteht, okay, was mache ich da eigentlich und was bedeutet das vielleicht auch den Menschen, die das dann eben lesen. Also ich muss sagen, Drachenreiter war das Buch, das mich zum Lesen gebracht hat. Da war ich vielleicht 7, 8. Und darum ist das schön, dass du das dann auch das Buch des Erkenntnismoments war. Ja, und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie seltsam wir manchmal dazu gebracht werden, bestimmte Entscheidungen im Leben zu treffen. Mhm. Ich glaube, das kennen wir alle, wie seltsam da manchmal Dinge zusammenkommen, Menschen irgendwas sagen, dass einem was klar macht. Denn zu mir kam ein Fernsehproduzent, der mein allererstes Buch, Die große Drachensuche, gesehen hatte. Ach. Und der schlug mir vor, daraus eine Geschichte für die Augsburger Puppenkiste zu schreiben. Ach, wie süß. Ja. Und bot mir auch relativ viel Geld für die damalige Zeit an, das zu tun. Und ich verkaufte nun also meine Fernsehfilmrechte an meinem allerersten Buch. Aber er sagte, naja, aber da brauchen wir mehr. Also das musst du noch ein bisschen länger machen jetzt. Und ich habe gesagt, naja, ist nicht unbedingt was man einfach länger machen kann. Das heißt, ich habe mir das Buch nochmal durchgelesen, merkte, dass es all die Schwächen hat, die ein allererstes Buch hat. Und habe gesagt, das muss ich ganz neu schreiben. Ja. Das war eigentlich der Geburtstag von Drachenreiter. Ja. Als ich dann anfing, das zu schreiben, sah ich plötzlich in meinem Kopf dauernd die Augsburger Puppenkiste-Figuren in den Szenen. Und so sehr ich die Puppenkiste liebe und mein ganzes Leben lang geguckt habe, das war irgendwie falsch. Ich wollte ja wirkliche Figuren in meinem Kopf sehen. Ja. Und also habe ich meine Rechte zurückgekauft, was für mich damals eine Menge bedeutete. Ja. Und habe gedacht, nee, ich schreibe jetzt einfach mal ein richtiges, dickes Buch. Ja. Und mein Verlag, der heute noch mein Verlag ist, Dressler, hat mich sehr, sehr ermutigt, das zu tun. Und so bin ich, glaube ich, dann endgültig eine ernsthafte Geschichtenerzählerin geworden. Aber schreibst du dann tatsächlich auch gerne? Also wir kennen das nur von unseren Schreibprozessen, Also ich bin Mensch, ich schreibe eigentlich überhaupt nicht gerne wissenschaftliche Texte. Ich finde das furchtbar anstrengend, weil ich habe mir die Gedanken ja schon gemacht. Aber es ist halt notwendig, um das anderen Leuten erklären zu können. Aber ist das dann wirklich so, dass man glücklich aufsteht und sagt, ja, heute schreibe ich? Oh ja, oh ja. Oh ja, das ist genauso. Das ist so, oh, heute esse ich Schokolade, heute schreibe ich. Ja. Ist aber so, wie du sagst, das sehr schön erklärt. Ich habe das ja alles schon gedacht, wieso soll ich, und jetzt muss ich das noch aufschreiben. Ja, ja. Also zum einen glaube ich fest daran, dass in dem Moment, wo du was aufschreibst, das, was du gedacht hast, noch eine ganz andere Qualität bekommt. Und da bin ich immer sehr gespannt drauf. Mhm. Also es ist fast so, als wenn du dir so ein kleines Wolkenschloss gebaut hast und jetzt baust du es richtig. Das heißt, jetzt kannst du da gleich reingehen, jetzt kannst du gleich alles anfassen. Das ist für mich das Schreiben. Außerdem ist es immer so, dass ich nicht allzu viel über das wissen möchte, was ich da schreiben werde. Okay. Mhm. Also
Das heißt, was du jetzt gerade sagst, dass du es im Grunde alles schon in deinem Kopf ausgelegt hast, mache ich nicht. Ich bereite bestimmte Grundsachen vor, wo spielt das gerade, wer kommt da vor, aber ich erlaube der Geschichte, mich zu überraschen. Okay. Also ich arbeite zum Beispiel gerade an einer Szene, die ich arbeite gerade am nächsten Drachenreiter und da muss noch ein paar Szenen rein jetzt. Mhm. Ich bin bei der zweiten Fassung. Und ich habe keine Ahnung, wie die aussehen wird. Das heißt, ich habe sie gestern schon mal geschrieben, das war noch nicht richtig. Ich werde heute nochmal schreiben. Ich bin mal sehen, ob sie sich diesmal versteckt oder ob sie mir sagt, wo es hingeht. Ja. Das heißt, du siehst schon, das Schreiben ist im Grunde eher ein Herausfinden. Ja. Und jetzt bleibt es eigentlich immer abenteuerlich. Ich wollte nämlich auch gerade als nächstes direkt darauf fragen, wie läuft denn überhaupt da dieser Schaffensprozess? Also alleine, ich habe jetzt nur einen Bruchteil von meinen Büchern, die ich von dir sozusagen habe, nur dabei. Ich habe zu Hause fast 3 Regalbretter voll und es ist natürlich eine Herausforderung, da vielleicht auch manche Welten zu konstruieren, gerade wenn man an Reckless denkt oder an Tintenwelt und so weiter. Also wie machst du das? Also ist da am Anfang alles konkret da oder ist das wirklich so treiben lassen? Und das hat sich wirklich über die Jahre sehr, sehr verändert und ich glaube, das wird es auch weiter tun. Und mit jedem Buch ist es ein bisschen anders. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, ich bin bei der Tintenwelt angefangen, Recherche wirklich zu einem ganz großen Teil der Arbeit zu machen. Mhm. Weil es da zum ersten Mal so war, das war so angesiedelt um 1360, ich hatte mit einer mittelalterlichen Welt zu tun, ich hatte Feuerspucker, ich musste verstehen, wie das funktioniert, ich hatte Buchillustratoren, ich musste verstehen, wie man das im Mittelalter machte. Das heißt, es gab ganz viel Wissen, das ich nicht hatte. Ja. Und bei Tintenherz war es eigentlich das erste Mal, dass ich mich fast in der Recherche verloren habe, weil ich so viel lernen musste, um diese Leinwand zu spannen. Ich habe dann angefangen, Bilderwände zu machen, Sachen an die Wand zu kleben. Ich habe angefangen, Porträts oder Gemälde zu finden, die mich an eine Figur erinnerten. Das hatte ich nie vorher gemacht. Ja. Und das war nachher so, dass meine Wände mit all diesen Dingen beklebt waren und es dann eigentlich recht traurig war, wenn man die nachher alle wieder runterpackte und in eine Kiste packte. Ja. Es dauerte aber noch mehrere Bücher, bis ich eines Tages, und zwar in Madagaskar, weil ich da nicht mit dem Computer im Dschungel arbeiten wollte, ein Notizbuch aufmachte, ein großes DIN A4 Notizbuch und dachte, weil ich mache es jetzt einfach mal mit der Hand alles in ein Buch, also die Skizzen, die Gedanken, das packe ich jetzt einfach mal in das Buch. Mhm. Man kann diese Notizbücher auf meiner Website sehen. Ja. Das heißt, ich habe plötzlich angefangen mit der Hand zu schreiben, Skizzen reinzumachen, Fotos reinzukleben, all das, was vorher so an den Wänden passiert war. Und ich stellte fest, dass das sehr viel befriedigender war, dass die Hand noch am Spielen war. Mhm. Und es ändert sich jetzt gerade bei diesem Drachenreiter interessanterweise wieder. Ich fange jetzt an, die Ideen mit der Hand zu schreiben, aber fange dann plötzlich an, die Kapitel wieder zu tippen. Also es geht permanent hin und her. Also man weiß nie, wie das nächste ist. Ja. Aber das Entwickeln von Gedanken auf spielerische Weise, daran glaube ich ganz fest. Das ist total spannend, weil ich habe dir vorhin schon erzählt, vor 2 Wochen haben wir mit Kai Meier gesprochen. Und das ist genau konträr zu dem, wie es du eigentlich machst. Wer dann meinte, nein, und er macht sich ein ganz klares Skript und weiß genau, was passiert und schreibt es dann am Ende nur noch. Und unsere Vorstellung im Kopf war auch eher die von der Zettelwand oder den vollen Notizbüchern, die dann irgendwie zum Leben erweckt werden. Ja, bei mir ist es so, ich kann auf die Art nicht arbeiten, weil die Geschichte dann kein Eigenleben entwickelt. Das heißt, wenn ich sie vorher vorgeplant habe, weiß ich ja noch nicht sehr viel über sie. Ja. Das heißt, ich plane sie eigentlich zu einer Zeit, wo ich die Geheimnisse von der Geschichte noch nicht kenne. Mhm. Und ich finde, das merkt man manchmal bei Büchern, wenn sie ganz durchgeplant sind, dass der Plan manchmal im Weg stand. Mhm. Also, dass der Plan die Wahrheit über die Geschichte verhindert. Das berühmteste Beispiel ist, als J.K. Rowling gesagt hat, sie hat einen Fehler gemacht, dass Ron mit Hermione endet. Eigentlich hätten Harry und Hermione das sein sollen. Mhm. Das heißt, sie hat aber nach ihrem Plan geschrieben und sie hatte ja das letzten Satz berühmterweise schon irgendwo im Safe liegen oder was immer. Mhm. Und ich glaube, das halte ich, für mich würde das sehr problematisch sein. Denn ich erfahre die wichtigsten Dinge über eine Geschichte immer beim Umschreiben, beim Neuschreiben, beim Verwerfen, beim Herausfinden und nie bei der ersten Fassung. Das heißt, wenn ich dieses Abenteuer nicht hätte, ich glaube, ich würde mich langweilen.
Holen dich die Geheimnisse dann irgendwann auch so ein bisschen ein? Also, dass man das Gefühl hat, oder da ist was, aber ich komme nicht so ganz ran? Oh ja, also ich habe es gerade mit einem Bösewicht bei Drachenreiter, wo ich heute Morgen schon aufstand, darüber nachdachte und das ist erstmal verdrängen musste, damit du überhaupt mit mir klar reden kannst. Überlegt, oh, wo ist die erste Szene und so weiter. Das heißt, das habe ich nachher vor mir, das wird den Rest des Tages so sein. Super. Das Buch ist schon geschrieben, aber das eine Motiv muss einfach noch ein bisschen gefüttert werden. Das ist noch nicht genug da. Okay. Das habe ich ganz oft, dass ich mich bei einem Buch zum Beispiel auf eine Geschichte konzentriere und die Seitengeschichte erst später ausarbeite. Ja. Weil man das oft nicht kann, dass man beides gleichzeitig auf die gleiche Weise erzählt. Ich hatte es auch bei Reckless Fear, dass mich der Spieler, eine der Hauptfiguren, so furchtbar belogen und ausgetrickst hat, dass ich also Dutzende von Seiten neu schreiben musste, weil er mir was vorgemacht hatte. Na, und das passiert mir halt ständig. Ja. Das ist, ich habe gerade zwei Ideen, wo ich total gerne weiterfragen würde. Und zwar das Stichwort gleichzeitig, das du gerade schon gesagt hattest. Ja. Wenn man so eine Anzahl an Büchern schreibt, also ich habe gerade deine Arbeitsnotizen auch auf der Website gelesen, damit, oh, und in dem Monat ist das alles passiert und in dem Monat kommt das jetzt alles. Bist du so ein Parallelarbeiter, wo man dann auch sagen kann, okay, gut, man arbeitet halt jetzt parallel an Reckless Fear und dann eben noch am Hörspiel für Drachenreiter oder ist so ein bisschen hin und her springen? Ja, da bin ich mit angefangen, also an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten, ich glaube vor 7 oder 8 Jahren. Ja. Weil es inzwischen ja, es gab die Drachenreiterwelt, die Tinten- und die Spiegelwelt. Mhm. Und all diese Welten waren noch sehr lebendig in meinem Kopf. Es gab kleine Projekte, die mich unheimlich reizten. Ja. Zusammenarbeiten mit anderen. Ja. Das heißt, also irgendwann habe ich gedacht, da kannst du dich nicht immer entscheiden oder die alle zu allen Nein sagen. Du musst lernen, parallel zu arbeiten. Mhm. Das heißt, das war für mich eine große Fortschritt, als ich dann plötzlich einen ganz langen Arbeitstisch bei mir im Schreibhaus hatte, wo ich dann auf jedem Abschnitt ein Projekt haben konnte. Und ich konnte morgens sagen, heute ist mir eher nach dem da. Ja. Ich habe zwar immer eins, was im Zentrum steht, und ich glaube, das ist auch wichtig, was dann im Grunde schon am weitesten entwickeln ist, aber ich arbeite sehr mit einem sehr regulierten Rhythmus allerdings an den anderen auch. Zum Beispiel ist es jetzt gerade, ich mache jetzt Drachenreiter 3 fertig. Ja. Das heißt, das Buch geht gerade in die nächste Fassung. Gleichzeitig arbeite ich in einem Buch über Pflanzen mit einer befreundeten Kräuter, wie nennt man das? Kräutergärtnerin in Colorado. Ist ja spannend. Das heißt, wir arbeiten zusammen, ja, weil wir wollen Kindern, Lesern Pflanzen näher bringen, Pflanzen aus aller Welt. Das heißt, wir werden 24 Pflanzen haben und wir haben ganz, ganz lange darüber nachgedacht, aber wie machen wir das? Also wird das einfach nur ein Buch, wo die Pflanzen vorgestellt werden? Na, das kennt man ja nicht. Das heißt, wir werden es jetzt im Grunde so machen, dass ein Mädchen in Amerika eine Box mit Briefen findet. Oh. Und die Briefe werden von einem deutschen Mädchen geschrieben worden sein, aber viele Jahre früher. Und über Pflanzen. Und mit diesem Abenteuer, wie es eine Mädchen das Leben und die Entdeckung des anderen entdeckt, glaube ich, haben wir jetzt das richtige Format. Und das werde ich jetzt immer am Wochenende schreiben. Das heißt, das Pflanzenbuch kommt am Wochenende, der Drache kommt in der Woche. Und natürlich gibt es dann noch andere Projekte, an denen ich mit jungen Illustratoren arbeite, die hier zu Besuch waren und so weiter, wo ich dann manchmal mal morgen reinstecke. Aber das sind jetzt im Moment meine Hauptmotive. Ja. Trotzdem habe ich die Notizenbücher von Die Farbe der Rache und Reckless 5 da liegen. Das heißt, wenn die Idee kommt, kann ich ganz schnell zu dem Notizbuch rennen, die reinschreiben, damit sie nicht verloren geht und mich wieder mit Drachen machen. Und dann kann man in dem Moment einfach wirklich sagen, okay, gut, ich springe von einem zu, ich finde dieses Wochenendprojekt eine total süße Idee. Aber gerade auch zu dem, wenn du meinst, mit jungen Illustratoren, das wollte ich eigentlich viel später fragen, passt aber jetzt gerade so gut. Du hast ja verschiedene Projekte, weil, liebe Studierende, wenn sie es nicht wissen, Cornelia Funke lebt auf einer Avocado-Farm.
der, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, eben auch als junge Illustratoren, Autoren, dann über deine Stiftung mit Saum des Himmels ja dann eben auch zu dir zu kommen. Und das ist halt einfach auch schon so ein bisschen was Besonderes. Also so Projekte zu machen, die halt dann auch über den eigenen, ich sag mal, Schreibtisch rausgehen. Ja, ich glaube, in unserer Welt ist es so, dass wir manchmal vergessen, dass das Leben durchaus verschiedene Phasen hat. Ja. Das heißt, ja, man ist jung und erobert gerade die Welt, erfindet sich gerade selbst. Ja. Und dann ist man in meinem Fall Mutter und sieht die eigenen Kinder heranwachsen. Mhm. So, jetzt bin ich aber 62, was ist man denn dann? Und ich glaube, in alten Zeiten war man jemand, der viel Erfahrung hatte, der das weitergegeben hat. Und ich glaube, das geht uns oft so ein bisschen im Moment abhanden mit unserem Jugendwahn. Und es muss alles immer, eigentlich immer dasselbe sein. Während ich es eigentlich liebe, mir vorzustellen, dass das Leben so verschiedene Phasen oder Jahreszeiten hat. Ja. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen in der Herbst- und Erntezeit. Und wenn das so ist, das habe ich von vielen Frauen jetzt schon gehört, die wie ich immer sehr aktiv gewesen sind, gearbeitet haben, dass die so mit 60 plötzlich das Gefühl kriegen, so, oh, jetzt kommt irgendwas anderes. Ich glaube, jetzt sollte ich das mal weitergeben. Ja. Das heißt, das ist interessant, dass ich nicht die Einzige bin, der das so geht. Ja. Und gerade viele akademische, intellektuelle Frauen auch noch ganz verstärkt in dieses Weitergeben gehen. Und ich hatte im letzten Jahr, ich glaube, insgesamt 20 junge Künstler hier aus aller Welt, die ich eingeladen hatte. Ich habe hier vier kleine Gästehäuser, in denen die wohnen und arbeiten können, aber gekocht wird meist in meinem Haus, wir essen zusammen. Ich habe nie mehr als vier Besucher, damit ich mich um jeden auch wirklich ganz intensiv kümmern kann. Und ich hatte gestern gerade eine junge Filmemacherin aus New York hier zu Besuch, die so gern bleiben würde, aber wir alle haben hier Lockdown gerade. Das heißt, im Moment kann ich das hier nicht machen. Ja. Die aber jetzt im nächsten Jahr kommt. Ich werde 10 Künstler aus Südamerika hier begrüßen. Oh, schön. 2 Künstler aus Italien, 6 junge Illustratorinnen aus Hamburg und so weiter. Und ich muss sagen, das ist jetzt eigentlich das für mich das Wichtigste im Leben. Ja. Und wichtiger fast noch als das Schreiben und das Zeichnen, zu sehen, wie was man mit anderen jetzt machen und anfangen kann. Und gerade wenn ich mit jungen Illustratoren jetzt zum Beispiel arbeite, die zwischen 20 und 35 sind, die kommen ja auch schon wieder aus einer ganz anderen Welt, die ich zwar durch meine Kinder kenne, aber trotzdem ist es ja doch schon wieder eine andere Welt. Mhm. Und dann zusammenzuarbeiten, bringt auch mir unendlich viel an Anregung. So, dass man in dem Moment auch nicht immer nur so in seiner Bubble bleibt, sondern einfach auch so ein bisschen weiterdenken kann. Was wieder um das Muster geht, nicht? Also so wie ich kein Muster für Bücher habe und sage, so jetzt wird das vorher geschrieben und das bleibt so und das ändern wir nicht. Ja. Genauso wenig möchte ich ein Muster für mein Leben haben, das heißt, und für mein Arbeiten, sondern ich finde mich gerne immer wieder neu und ich glaube, wenn es irgendwas im Leben gibt, woran ich ganz fest glaube, dann ist es das Wachsen. Ja. Das heißt, in der Hinsicht war ich wahrscheinlich in einem früheren Leben eine Pflanze, weil Wachsen ist für mich das Allerwichtigste. Und das auch zu sehen bei anderen oder das vielleicht auch mal unterstützen zu können, ist sehr aufregend. Und ich habe dir ja auch schon erzählt, deswegen werde ich jetzt einen zweiten Ort in Deutschland einrichten, den Spiegelhof, an dem das dann genauso passieren kann, damit meine Künstler nicht immer durch die ganze Welt fliegen müssen. Habt ihr denn in der Zwischenzeit eine Location gefunden? Meine Schwester wollte jetzt gerade los. Das heißt, ja, die hatten schon einen Plan, was sie sich alles ansehen. Wir bekommen ganz viele Angebote, Vorschläge im Moment von Orten, sind da noch ganz, ganz offen. Wir wollen einfach nur einen magischen Ort finden, der seine eigenen Geschichten erzählt. Ich will, dass viel Land drumherum ist, damit man auch der Natur wirklich begegnen kann an diesem Ort. Es wäre schön, wenn eine kleinere Stadt in der Nähe ist, die interessant ist und ein bisschen was über deutsche Geschichte erzählt, weil es ja viele Künstler auch aus anderen Ländern dann sein werden, die kommen. Das heißt, es muss Werkstätten geben, Ausstellungsraum, aber es soll dann auch wieder nicht zu groß sein, denn sonst hält sich's womöglich nicht. Das heißt, ich nenne das immer so ein bisschen eine Villa Kunterbunt mit viel Land drumherum und dann noch eine Scheune. Dadurch, dass ihr jetzt im Moment ja auch einen Lockdown habt, kann es gut sein, dass Insa nicht losfahren kann. Also wir sind immer noch am Überlegen, ob das Sinn macht, ob das sicher ist.
Aber es gibt schon so viele Möglichkeiten und wir gucken im Moment sehr viel an der Ostsee-Ecke um Hamburg und um Lübeck herum, weil viele Künstlerfreunde von mir da oben arbeiten. Aber wir sind noch ganz offen. Das heißt, wenn du jetzt auseinanderleihen willst, unbedingt nach Freiburg kommen, dann schlag uns nur das richtige, den richtigen Ort vor. Ich wollte gerade eben sagen, liebe Studierende, falls Sie eine Villa Kunterbund mit viel Land drumherum haben sollten, dann sagen Sie total gerne Bescheid. Wir vermitteln die dann gerne weiter an Cornelia. Ja, also, weil ich sag mir, der Ort muss uns jetzt finden. Das heißt, da glaube ich ganz fest daran, der Ort muss uns finden. Und meine Schwester, die ja schon so fantastisch die Website immer betreut hat, wird eine fantastische Gastgeberin dort sein. Ja. Mein Schwager ist ein wunderbarer Fotograf, der wird das alles dokumentieren. Ja. Also es hört sich alles schon gut an. Ich habe schon etliche Freunde, die sagen, wir kommen und kochen. ich habe vom Bilderbuchmuseum und von vielen anderen Institutionen schon gehört, oh, da können wir ja Sachen zusammen machen. Und ich hoffe, das werden wir dann auch tun. Total, das heißt, man kann ja Veranstaltungen, Lesungen, all das machen. Ja. Und das ist wahrscheinlich in Deutschland dann sogar noch eher möglich als hier, wo es ja doch letztlich mal ein privates Haus eben ist und noch keine ich habe keine Veranstaltungsfläche. Ja. In dem Sinne, man draußen was machen, was wunderbar ist. Ja. Aber ich bin doch gespannt darauf, was man am Spiegelhof dann noch alles zustande bringen kann. Da sind wir auf jeden Fall total gespannt drauf. Bei dem Wachsen musste ich gerade sofort an die Fortsetzungen denken, die ja jetzt auch gerade so am Entstehen sind. Und ich so das Gefühl hatte, auch das ist so ein Projekt, das eben so aus sich herauswächst. Auch da, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, Tintenwelt gibt's ja jetzt auch. Hey. Das ist jetzt meine Hündin und sie hat gerade irgendwelche Kojoten oder Erdhörnchen gesehen. Da muss man auch den Hof verteidigen. Ja. Mal gucken, ob ihr sie gerade sehen könnt hier. Ah ja, hinten auf der Couch. Ja. Sehen Sie? Ja, da steht sie immer besonders gerne, ja. Und draußen sieht dann so aus, damit ihr das auch alle mal seht. Das bei uns ist es immer noch sehr warm. Das ist so anders als bei uns gerade. Aber es passt irgendwie so schön auf eine andere Art und Weise in diese Vorweihnachtszeit. Aber das ist genau, wo ich gerade war. Es ist wirklich das Bethlehem-Szenario mit den Eseln und mit den Palmen. Ja, definitiv, die Esel hast du ja eben auch mit auf der Farbe. Genau, aber der Punkt, wo ich gerade war. Und zwar diejenigen von Ihnen, die es nicht mitbekommen haben. Tintenwelt, du hast ja jetzt auch Corona genutzt und hast einen großen Wunsch deiner Leserinnen und Leser erfüllt. Und hast die ersten 14 Kapitel des vierten Bandes der Tintenwelt vorgelesen. Ja. Gerade diese Fortsetzung, die ja jetzt auch mit Drachenreiter, ich sag mal, doch auch ein paar Jahre später kommen, ist das auch aus diesem Wachsen heraus begründet? Oder war es davor schon als Mehrteiler wahrscheinlich eher nicht angelegt, wenn es eben wächst? Nein, nie. Also nicht mal Tintenherz war als Mehrteiler angelegt. Das heißt, selbst da überlasse ich es meistens meinen Büchern, mir zu sagen, ob sie dahin wollen oder nicht. Und erst habe ich mich sogar immer sehr gesträubt gegen Fortsetzungen, weil ich fand, es gibt schon viel zu viele schlechte Serien da draußen. Und wir alle kennen dieses Gefühl, wo dann jede Fortsetzung noch ein bisschen schlechter wird. Ja. Und man im Grunde dadurch die Liebe zum ersten Buch verliert. Ja. Und das wollte ich nicht, dass es zu meinen Büchern passiert. Ich glaube, die einzige Serie, wo ich schon dachte, das werden wahrscheinlich mehrere, war Reckless. Okay. Weil ich ja darin wirklich diese Reise um die Welt machen wollte, mit den Märchen. Und auch wirklich meine Leser in aller Welt ehren wollte. Mhm. Ich war so tief berührt von all den Reisen, die ich gemacht hatte, nach Indien, nach Neuseeland, in fast jedes Land Europas. Das hat mich einfach so tief geprägt, dort überall schon meinen Figuren und Lesern zu begegnen, dass ich jetzt wollte, dass die Leser sich auch wiederfinden in meinen Büchern, mit den Orten, an denen sie leben. Und das hat viel Reckless motiviert. Man merkt es aber, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, mit Drachenreiter ja auch. Nicht? Ja. Da geht es auch immer wieder auf weite Reisen. Ja. Und das ist halt ein Motiv, dass ich mich als Geschichtenerzählerin für die ganze Welt verstehe. Aber gerade Reckless ist ja doch, ich sag mal, ein kleines bisschen anders als deine anderen Werke. Also ich würde mal sagen, jeder, der Tintenherz irgendwie liebt und diese sehr fantastische, unglaublich liebevoll gestaltete Welt, dann eben auch mit der Tintenwelt. Und dann Reckless als eher düstere Szenerie von Märchen. Also ich meine Schneewittchen, die halt mit einem Zwerg durchbrennt, oder eben Dornröschen, die halt weiterschläft, weil niemand kommt und sie wachküsst. Nur um diese ganz kleinen Hinweise eben auf Märchen eben mit einzubetten, ist ja schon ein bisschen anders gestaltet.
Ja, also es war einmal, also es wurde durch viele Dinge ausgelöst, Reckless. Also zum einen, als ich die Tintenwell-Trilogie erstmal abschloss, war ich wirklich so ein bisschen müde fast dieser barocken Sprache, die ja dem mittelalterlichen Welt absolut entsprach. Ja. Aber ich hatte richtig das Gefühl, ah, ich würde jetzt gerne mal was Schlankeres. Also ich würde jetzt gerne mal was schreiben, was sich ein bisschen sperriger und anders anfühlt. Ja. Moderneres. Ja. Was auch mit der Welt, in der ich lebe, noch mehr zu tun hat. Mhm. Und dann kam meine Tochter damit, dass sie sagte, Mama, also jetzt könntest du jetzt mal was schreiben für mein Alter. Und sie war damals eben, ich glaube, damals war sie so an die 20. Okay. Und all das fing so an zu rumoren. Mhm. Und ich arbeitete mit einem Freund an einem Projekt zu E.T.A. Hoffmanns Nussknacker zu der Zeit, wo ich natürlich dann das 19. Jahrhundert und die Märchen ganz stark in meine Welt kam. Und all das tat sich dann irgendwann zusammen. Und ich erinnere mich heute noch, dass ich hatte damals in meinem Haus so einen kleinen Teich im Garten und ich war irgendwie die Blätter am rauspflücken und ich hatte richtig das Gefühl, dass ich Jakob hinter mir stehen hatte. Okay. Ne? Mit seinen Stiefeln und seiner Ungeduld. Was machst du denn da? Kannst du jetzt mal aufhören, hier Blätter aus dem Teich zu pflücken? Kannst du jetzt vielleicht mal anfangen, die Geschichte zu schreiben? Ja. Das war im Grunde immer wieder der Anfang von Reckless. Ja. Jakobs Ungeduld. Dann, dass ich Fuchs entdeckte, die eigentlich fast so was wie mein alter Ego ist. und dass ich plötzlich in Welten ging. Ich glaube, da hat mich ein Journalist drauf aufmerksam gemacht. Mhm. Ich bin ja in Westfalen aufgewachsen, aber am Rand vom Ruhrgebiet. Das heißt, für mich war das so Kuhwiesen vorne, Schlote im Hintergrund am Horizont. Und irgendwann sagte ein Journalist zu mir, und ich hatte es wirklich nicht gemerkt, naja, Reckless, nicht? Na, Kuhwiesen im Vordergrund, Schlote im Hintergrund. Absolut. Der idyllischen ländlichen Welt mit der industriellen Revolution. Ja. Und wie interessant es ist, dass man dann plötzlich merkt, welche Echos im Leben man gerade bearbeitet. Und deswegen ist mir schon diese Serie fast am allernächsten. Ja. Weil ich in ihr auch teilweise in Themen hereingehe, die meinem derzeitigen Alter entsprechen. Mhm. Das heißt, ich schreibe Reckless wirklich auch für Erwachsene und für jeden, der sich durch den Spiegel traut. Ich kann auch über Themen darin philosophieren und schreiben, wo ich weiß, mein Gott, da wird ein Achtjähriger sich jetzt gerade zu Tode langweilen. Nicht, oder? Und da habe ich den größten Respekt davor. Mhm. Und ab und zu langweile ich mich selbst mit denen zu Tode und möchte lieber Drachenreiter schreiben. Ja. Aber ich kann in Reckless, wie beim Goldenen Garn, über die Liebe schreiben, als eine Frau, die 62 ist, mehrere Male sehr ernsthaft verliebt war und darüber einfach mal schreibt. Das ist für mich immer noch was, was mich immer wieder in die Serie zurückzieht und deswegen ist es wahrscheinlich auch die längste, die ich je geschrieben habe. Ja, wir sind ja alle Nachbarn viel gespannt, wie es dann sozusagen weitergeht und wann es dann auch weitergeht. Das war ganz süß, weil meine Buchhändlerin an dem Tag, als Reckless 4 dann rauskam, sie wusste, ich bin halt von Dienstag bis Donnerstag in Freiburg und sie legte es mir dann auf die Stufe. Und dann gesagt, falls du jetzt dann eben nachher gleich fährst, dann hast du das direkt eben mit. Und das ist, also man sieht halt einfach auch, wie Geschichten dann eben auch so Lebenswelten einfach bringen. Da passt eine Frage aus dem Chat gerade auch total gut dazu. Also orientierst du dich eben auch sowohl bei deinen Welten als auch vielleicht bei deinen Figuren, darauf zielte die Frage ab, ich sehe die immer nur unten ab und zu so ein bisschen aufploppen, auch an realen Menschen oder realen Begebenheiten oder ist das alles, das ist erst in deinem Kopf entsteht? Ja, das ist, ich glaube ja eigentlich, dass gar nichts in unserem Kopf entsteht. Ja. Das heißt, eigentlich ist alles, was wir schreiben, irgendwie von dieser Welt erfunden. Ja. Denn ich glaube nicht, dass wir bei all unserer Fantasie und Vorstellungskraft uns irgendetwas vorstellen können, was diese Welt uns nicht schon mal eingegeben hat. Ja. Wir sind halt Kinder dieser Welt. Ja. Und selbst wenn wir uns andere Planeten ausdenken, sind die eigentlich diese. Ja. Deswegen bin ich oft überrascht, wenn ich Figuren angucke. Ich erfinde sie eigentlich meist vollkommen unabhängig von wirklichen Personen. Ja. Weil ich ja auch meine Freunde und Familie behalten will. Ja. Das heißt, mein Sohn weiß, dass er Jakob Reckless sehr inspiriert hat. Und damit kann er gut leben, weil er sagt, ja, Mama, du hast doch alles schlecht über mich geschrieben, aber du hast auch alles gut über mich geschrieben. Also ist okay. Das heißt, ich verarbeite das, aber mit Einwilligung der Musen. Ja.
wenn ich jemanden mal ganz und gar nicht ausstehen kann, habe ich auch kein Problem, den in dem Buch vorkommen zu lassen, auf verstellte Weise. Ja. Das ist natürlich viel leichter. Ja. Aber gewöhnlich fließen schon in jeder Figur mehrere. Mhm. Oder manchmal ist eine Figur sogar, also zum Beispiel bei Reckless kann man sagen, dass mein Sohn wahrscheinlich sowohl Will als auch Jakob inspiriert hat. Ne? Das heißt, wir alle haben ja so viele Facetten in uns, dass das möglich ist. Ja. Ich bin auch oft überrascht, dass ich zuerst nach Jahren merke, welcher Mensch denn eigentlich welche Figur inspiriert hat. Ich gehe nie zu nah selber ran, weil ich mich nicht zensieren möchte. Ja. Das heißt, ich gucke nicht, oh, das, da bist du jetzt gerade mit dem Thema aus deinem Leben am Arbeiten. Ja. Das mache ich überhaupt nicht, weil ich sicher bin, dass ich dann anfangen würde zu zensieren. Ja. Also lasse ich es kommen, überlege mir nicht allzu sehr, wo es denn gerade herkommt. Ja. Aber ja, eigentlich kommt alles von außen. Was das dann in uns zusammenkocht, ist dann natürlich eine andere Sache. Ne? Wir sind im Grunde dann das Werkzeug, das es schreibt. Aber ich glaube, der Stoff, über den wir schreiben, kommt immer noch. Aber wenn du das gerade sagst, ich habe da eine meiner Lieblingsstellen aus Tintenblut, die sich gerade auf diese Autoreninstanz total schön bezieht, in dem Moment, wo es darum geht, dass Fenoglio mal wieder so eine Schreibkrise hat. Ach, also ja, genau, ja. Fenoglio ist der Dichter in Tintenblut, für diejenigen, die es gerade nicht wissen. Und das ist in dem Moment dann eben, ich habe Angst vor den Worten, Maggie. Früher waren sie Honig, nun sind sie Gift, pures Gift. Aber was ist ein Dichter, der die Worte nicht mehr liebt? Was bin ich noch? Die Geschichte frisst mich, sie zermalmt mich, ihren Schöpfer. Und da ist dann natürlich schon die Frage, bist du Fenoglio? Oder verarbeitest du dann deinen Schreibprozess auch in solchen Figuren ab und an? Ja, oh, das war so wunderbar, Fenoglio zu haben. Weil ich trinke nicht so viel wie er. Ich bin auch hoffentlich größenwahnsinnig. Aber es war so wunderbar, diese Figur zu schreiben und ihr all das in den Mund zu legen, was man immer schon mal übers Schreiben dachte. Ja. Nicht? Auch, dass man manchmal der Worte müde ist, und gerade weil ich ja auch Illustrator bin, manchmal das Bild lieber möchte, weil das Bild manchmal Dinge auf vielschichtigere Weise ausdrückt und auf vagere Weise und man nicht so genau sagen muss, nicht, was man denkt oder fühlt. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich glaube, ich habe ja gerade auch den Roman zu Guillermo de Toro's des Labyrinths Faunus geschrieben. Ja. Und der hat mir eigentlich auf ganz dramatische Weise den Glauben an die Worte auch wieder zurückgegeben. Denn da musste ich Bilder, die ich sehr, 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 sehr liebe und bewundere, in Worte verwandeln. Mhm. Was ich noch nie getan hatte. Ja. Das war etwas, was ich für unmöglich hielt. Aber als ich die Leserreaktionen bekam, wurde mir klar, dass manchmal die Worte einen an etwas heranführen können, wo die Bilder einfach überwältigen oder einem zu viel Angst machen. Oder und ich habe von vielen gehört, dass sie den Film jetzt gucken können, weil sie es vorher gelesen haben. Ja. Und wenn das möglich ist, gibt mir das natürlich wieder tausend Gedanken zu den Worten und den Bildern, was sehr wichtig werden wird für die Farbe der Rache. Ja. Weil es im nächsten Tintenbuch ja darum geht, was ist mächtiger, die Bilder oder die Worte? Genau. Oder sind sie beide gleich mächtig? Ich weiß die Antwort. Ist das auch deshalb der Grund, warum du teilweise deine Bücher ja auch selber illustrierst? Also jetzt eben gerade Tintenwelt und eben ja auch Reckless sind die Zeichnungen ja eben auch von dir. Ja, also gerade bei Reckless war es mir unheimlich wichtig, weil ich die Welt so genau sehe. Trotzdem ist es dann nicht so, dass die Zeichnung immer genau das wiedergibt, was ich sehe. Das ist immer nur eine Jagd, die immer nur scheitert, weil man es nie genauso hinbekommt, wie man sieht. Für mich ist dieses Illustrieren eines Buches, und das mache ich immer am Ende. Also nee, ich mache Skizzen währenddessen, aber das richtig ernsthafte Illustrieren mache ich erst, wenn die Geschichte steht. Mhm. Ist dann immer noch eine ganz wunderschöne Begegnung und Abschied von dem Buch. Mhm. Weil man damit auch das Buch mitgestaltet. Mhm. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich beides kann. Und ich habe auch oft schon mit anderen Schriftstellern darüber geredet, dass die sagen, das würden sie sich nicht mehr als alles andere wünschen. Ja. Weil sie oft Angst vor den Umschlägen haben, die dann ihre Bücher plötzlich haben. Ja. Ich habe von Schriftstellern gehört, die nicht mal ihre Kisten aufmachen können, weil sie Angst haben, wie die Bücher aussehen. Solche Erfahrungen habe ich auch schon gehabt. Das heißt,
da hat man natürlich dann auch die Diskussion, welcher Umschlag verkauft sich und, mhm. und. Das ist ja noch wieder ein ganz anderer Aspekt vom Büchermachen. Ja. Ich, denn irgendwann müssen Bücher auf einem Regal stehen, müssen sich in der Buchhandlung verkaufen, mhm. Müssen Menschen, die nichts über das Buch wissen, was da gerade passiert, dazu verführen, es zu lesen. Mhm. Das ist dann ja noch wieder ein Handwerk, mit dem ich als Illustratorin natürlich mehr zu tun habe, als ja. wenn ich schreibe. Das ist total spannend, weil gerade zur Mirror World Up, die ja eben auch zu Reckless mit dazugehört, könnte man ja eigentlich sagen. Da ja. hast du ja mal gesagt, dass es dir gerade mit den Miranda-Leuten so ging, dass die es hinbekommen haben, die Bilder in deinem Kopf darzustellen. Ja. Also wie ging es dir denn mit dieser App? Ja, das war eigentlich, und ich nenne sie gerne ein atmendes Buch. Ne? Ja. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass das, was ich da an Bildern und Eindrücken zu meinen Kurzgeschichten, und ja. ich habe die Kurzgeschichten für die App geschrieben, ja. bekam, meine Erwartungen übertraf. Ja. Also bisher war es dann so gewesen, glaube ich, bei Filmen, ich kannte es ja vor Verfilmungen, dass meine Geschichten geschrumpft wurden. Mhm. um sie auf den Leinwand zu bekommen. Ja. Und ich war diese Erfahrung einfach so leid. So sehr ich Film liebe, ja. aber dieses Gefühl, dass da immer geschrumpft wird, vereinfacht wird und es nie die Komplexität hat oder die Dichte, die man einer Welt über Jahre gegeben hat, in der man geschrieben hat, war immer wieder diese große Enttäuschung. Mhm. Und als ich mit Matthew Cullen, der eigentliche Musikvideo, ja. Regisseur ist und für die Black Eyed Peas und für Adele und Weezer und viele andere ja. seine Musikvideos gemacht hat, 2 Grammys gewonnen hat und so weiter. Als ich mich mit Matt zusammentat und sagte, pass mal auf, also ich weiß, das wird jetzt unendlich teuer und wir werden das ganze Geld verlieren, weil keiner solche Apps kauft. Und es ist auch immer noch so. Wir sind im Grunde, ist das nicht, also wir haben damit kein Geld gemacht, im mhm. Gegenteil, wir haben alle sehr, sehr viel Geld dabei verloren. Mhm. Aber ich würde es immer wieder machen, weil es so unvergesslich war. Wir waren nachher 55, die an dieser App gearbeitet haben. Ja. Sie hat 110 Minuten Inhalt. Und meine Geschichten erwachten zum ersten Mal auf eine Weise zum Leben, dass ich da was mit anfangen konnte. Mhm. Auf ganz dramatische Weise. Ich liebe viele Sachen an den Filmen, die von meinen Büchern gemacht wurden. Aber hier war es zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, die fügen ja was dazu. Ja. Und es war nachher so, dass natürlich alle, die mit uns arbeiteten, wir haben ja über ein Jahr daran gearbeitet, mehr über das Reckless-Universum wussten, ja. als ich fast. Das heißt, wenn die Kurzgeschichten, also Matt hat mir genau gesagt, worüber er die Kurzgeschichten wollte. Mhm. Also er hat zu mir gesagt, beschreib mir doch mal, wie es sich anfühlt, wenn man sich in eine Fee verliebt. Ja. Oder er hat gesagt, was passiert dann, wenn eine kinderfressende Hexe ein zu junges Kind ist? Mhm. Und solche Sachen hat er mir immer an den Kopf geschmissen und daraus, erzähl mir doch mal, wieso ist der Schneider der Schneider? Mhm. Und nur mit diesen Sätzen hat er mich dazu gebracht, diese Kurzgeschichten zu schreiben. Mhm. Und meine Lektorin, die alle meine Bücher betreut hat, mhm. oder die meisten meiner Bücher, sagte irgendwann, diese Kurzgeschichten sind das Beste, was du je geschrieben hast. Da muss ich an ganz vielen Stellen zustimmen. Ja, ist das verrückt? Ich bin ja bekannt im Grunde als Romanschriftstellerin, aber ich glaube auch, dass diese Kurzgeschichten das Beste sind, was ich hier geschrieben habe. Und das war das erste Mal, dass ich es auf Englisch schrieb. Mhm. Ich glaube, es hat gezeigt, was es ausmacht, wenn dich ein anderer Künstler inspiriert. Mhm. Und der diese Welt so versteht. Und ja. bei Matt war es so, er hat übrigens auch die ganzen Umschläge für die Spiegelwelt, für die Neuausgabe ja. gestaltet. Ach, cool. Und auch alle Umschläge jetzt für die neuen Drachenreiter-Umschläge sind alle von ihm und von einer wunderbaren chinesischen Illustratorin. Mhm. Wenn man das dann plötzlich hat und denkt, oh ja, so sollte das aussehen. Und nein, ich wusste nicht, dass das so aussieht, aber ja, das ist überhaupt wahr. Und es war nicht so, dass das Bilder aus meinem Kopf waren. Die waren teilweise ganz anders als alles, was ich mir vorgestellt hatte. Aber sie fügten was hinzu. Ja. Und ich glaube, da sind wir alle hungrig nach, wenn wir Geschichten erzählen oder Kunst ja. auf irgendeine Weise machen, dass jemand etwas hinzufügt oder es noch schöner macht. Und in dem Moment eben auch weniger weggelassen, als eben ausgestaltet wird. Also das ist eben,
Man muss das ja sozusagen auch mitfragen, wenn es um die medialen Darbietungsformen geht und ich auch jetzt gerade immer wieder Fragen aufploppen sehe zu deinen Literaturverfilmungen. Also was jetzt sozusagen die App so wunderbar hinbekommen hat, schaffen die Filme an manchen Stellen eben leider nicht. Nein, weil sie nie versuchen, wirklich noch Tiefe hinzuzufügen. Oder wenn sie es versuchen, leider meistens auf sehr kommerzialisierte und verfälschende Weise tun. Das ist derzeitig der Drachenreiterfilm ist das eines der brutalsten Beispiele, weil einfach meine Figuren vollkommen verfälscht. Nicht? Und aus einem sehr abenteuerlichen und teilweise verwegenen Drachen ein kleines Plüschtier macht. Nicht? Und aus einem Jungen, der so unglaublich beeindruckend und unschuldig ist dafür, wie sein Leben verläuft, macht den kleinen Dieb, der lügt und nur an Geld interessiert ist. Das sind einfach solche Erzählklischees. Und ich habe versucht, gegen die anzugehen, aber das war wieder mal so, wie Elmar Leonard es mal sagte, wenn du deine Filmrechte verkaufst, ist es, als wenn du eine Jungfrau in einen Vulkan stößt. Und ich nehme an, das müssen wir uns alle immer wieder daran erinnern, dass die Jungfrau nicht sehr selten lebendig wieder aus dem Grab kommt. Das heißt, es ist leider meistens das Ende der eigenen Geschichte, außer man hat sowas Wunderbares wie Detlefs Buchhände weg von Mississippi oder da ist ja auch einiges bei den Hühnerfilmen gut gelungen oder selbst bei Herr der Diebe oder Tintenherz gibt es ja auch wunderschöne Dinge da. Zum Beispiel Paul Bettany als Staubfinger wird für mich immer eine fantastische Verkörperung sein. Nicht? Also von daher hat man meist so eine Mischung aus einigen wunderbaren und einigen schrecklichen. Und wir haben gerade eine Verfilmung von Reckless abgesagt oder Nein zugesagt zu einer Serienverfilmung, weil wir einfach noch nicht sehen konnten, wie das aussehen würde. Wir hatten nicht das Gefühl, dass die Produzenten, die uns das abkaufen wollten, die Vision hatten, die wir aufregend finden. Und das dann in dem Moment auch so ein Stück weit zu verkörpern. Wie kann man sich das denn insgesamt vorstellen? Also es kommt jemand auf dich zu und sagt, ich will jetzt gern einen Film zu Tintenherz, Drachenreiter oder sonst was machen. Und wie geht's dann weiter? Wie groß ist da dann wirklich noch deine Beteiligung? Kannst du da Einfluss nehmen oder ist das dann vollkommen unabhängig eigentlich? Das kommt darauf an, was man selber tut. Also zum Beispiel, wenn es Animation ist, ist es schon wieder was anderes, als wenn es Live-Action ist. Und bei Tintenherz zum Beispiel kann ich nicht sagen, dass es an meinem mangelnden Einfluss lag. Das Studio war so rücksichtsvoll, obwohl es ein Hollywood-Studio war. Ich war bei allen Meetings dabei. Ich habe den Regisseur, die Cast, den Drehbuchautor mit ausgesucht. Ich kann mich überhaupt nicht darüber beschweren, wie New Line mit mir gearbeitet hat. Aber es gab mehrere Sachen, dass der Produzent, der den Film betreute, plötzlich auch noch einen anderen Film betreute, den Golden Compass von Philipp Pullman, dass da plötzlich, und ich habe gelernt zum Beispiel, dass es einem Film gut tut, wenn das Studio mit aufpasst, dass der Regisseur manchmal blind ist für Dinge, die einfach nicht funktionieren. Und ich weiß, dass ich da teilweise am Set saß und dachte, das funktioniert ja überhaupt nicht, diese Szene. Aber der Regisseur ist der Kapitän auf dem Schiff und da kann man dann nicht mehr viel machen. Und ich hatte viele Filme dieses Regisseurs sehr gemocht. Das heißt aber nicht, dass man den macht, den er gerade macht. Das heißt, eigentlich hat Tintenherz mir gerade beigebracht, da kann ganz viel Leidenschaft dabei sein, ganz wunderbares Talent, große Künstler und trotzdem schmeckt die Suppe nachher nicht genauso, wie man es gerne wollte. Weil da 350 Köche mit dran kochen. Und irgendeiner wirft dann vielleicht doch das falsche Gewürz rein. Ja, Wir bei so hatten vielen. unglaublich, ja, wir hatten einen der berühmtesten Kameramänner der Welt. Wir hatten fantastische Schauspieler, aber wunderschöne Orte, an denen gedreht wurde. Sie sind nach Ligurien gegangen, haben die italienischen Steine noch nach London geschleppt. Jeder hatte das Buch unterm Arm. Es war so viel Begeisterung dabei und trotzdem ist es wieder daneben gegangen. Das ist einfach bei Filmen so. Das heißt, wenn ein Film wirklich gut wird, ist es immer wieder eigentlich ein Wunder. Also das, was man, finde ich, auch bei jeder Silbe oder jedem Satz, jedem Interview immer bei dir auch raushört, ist gerade diese Liebe einfach auch zu deinen eigenen Figuren. Tut es dann, also jetzt gerade bei Drachenreiter, man will ja nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen, aber das tut dann wahrscheinlich schon weh. Bei Drachenreiter tat es wirklich weh. Also ich habe bei Tintenherz zum Beispiel ist der Capricorn ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe, obwohl Andy Serkis ein wunderbarer Schauspieler ist. Solche Sachen. Aber es hat trotzdem nichts an meinen
es hat mich an meinen Werten gerüttelt, sagen wir es mal so. Denn ich habe doch, es gibt bestimmte Werte, die in meinen Geschichten zu finden sind. Ich glaube an Freundschaft, ich glaube an Zusammenarbeit, ich glaube nicht an den einsamen Helden. Ich glaube daran, dass das Leben hart sein kann, wie man es im Herr der Diebe sieht, und es trotzdem und die Kinder nicht zu grausamen, lügnerischen, verkrüppelten irgendwas werden, sondern dass ich oft große Bewunderung für die Underdogs habe. All das hoffe ich, dass man das in meinen Geschichten findet. Bei Drachenreiter ist das alles anders. Das sind ganz andere Werte, die sich in der Geschichte finden. Da ist sowohl der Junge, der ja immer noch ein Held meiner Serie ist, und der Drache überhaupt nicht die Figur, die ich mal erfunden habe. Und das, obwohl ich es dann 10-mal sagte und noch eine E-Mail schreibe und nochmal sagte, bitte, ihr müsst das ändern. Es wurden dann kleine Dinge geändert, aber es blieb grundsätzlich dabei. Und nein, bei Drachenreiter, ich finde, Nesselbrand muss nicht Online-Dating machen. Das muss ein mittelalterliches Monster nicht tun. Und das ist für mich so ein verzweifelter Versuch, ein modernes Publikum zu erreichen. Das macht den Film aber nicht zeitlos. Es macht den, also ja. Man kann sagen, ich habe das Gefühl gehabt, bei Drachenreiter war es so, die haben versucht, aus meinem Buch Ice Age und nicht The Lion King zu machen. Ja. Ne? Ja. Das heißt, also wir machen jetzt mal auf Teufel komm raus daraus eine Art von sehr klischeegeladener Komödie. Ja. Und da kann man dann immer nur sagen, okay, aber ich habe einen großen Vorschuss dafür bekommen. Davon habe ich mein Projekt hier für junge Künstler gegründet. Vielleicht würde ich es wieder machen, weil das so viel Schönes dabei rausgekommen ist, was ich mit dem Geld machen konnte, dass man dann vielleicht ab und zu sagt, gut, dann gibt es jetzt nochmal einen schlechten Film, aber wenn ich dafür dann vielleicht im Spiegelhof noch eine Scheune bauen kann und da arbeiten dann 100 junge Künstler, na gut, dann ist das wahrscheinlich das Schmerzensgeld und das ist dann auch in Ordnung. Als Schmerzensgeld das zu sehen, ist wahrscheinlich eine ganz gute Variante, aber gerade wenn du zeitlos sagst, das fand ich beispielsweise auch so schade, weil gerade in deinen Werken ist so viel Zeitloses, beziehungsweise eher Zeitgemäßes und man da eigentlich nicht Online-Dating mit reinbringen kann, gerade wenn man auf deine Figuren guckt. Und du hast ja in jedem Werk eigentlich eine extrem starke, also klar, extrem starke Protagonisten, aber auch eine extrem starke Mädchenfigur ganz oft da drin. Und das ist an vielen Stellen ja auch was sowohl unsere Studierenden dann eben auch in ihren Praktika als auch wir einfach in der Forschung immer sehen, wie viel das ausmachen kann, wenn man starke Protagonisten hat. Ja, und das verdanke ich unter anderem auch einer Leserin, denn als ich Herr der Diebe geschrieben hatte, kriegte ich einen Brief und der sagte, Cornelia, ich liebe ja den Herr der Diebe, aber warum ist da denn nur ein Mädchen drin? Und ich saß da und dachte, ja, warum ist da denn ein Mädchen? Und ich hatte keine Antwort. Und ich meine, die Antwort, ja, wir mögen alle Jungs gern, das kann ja nicht die richtige Antwort sein. Das heißt, warum gehen wir als Frauen immer noch oft dahin, dass wir männliche Helden erfinden? Männer das auch. Manchmal, aber nicht oft. Und daraufhin habe ich der Leserin versprochen, dass für mein nächstes Buch das eine weibliche Heldin geben wird, und das war dann Maggie. Ja. In diesem Herz. Ja. Also von daher bin ich für diesen Brief heute noch sehr, sehr dankbar, weil er mich auf was aufmerksam. Weil man ansonsten vielleicht Maggie nicht gehabt hätte, und das wäre ja auch echt schade gewesen, weil gerade wenn ich an Maggie oder auch an Ygraine zum Beispiel denke, das sind ja gerade eben, also Ygraine aus Ygraine ohne Furcht für diejenigen, die es auch noch nicht kennen, aber das ist einfach so großartig, wie selbstbewusst da eben teilweise dann eben auch Weiblichkeit inszeniert wird, das ist wirklich groß. Ja, und das ist, ich meine, es ist eigentlich traurig, dass das noch nicht selbstverständlich ist, nicht? Weil es noch so viele berühmte oder große Künstlerinnen inzwischen gibt. Und ich glaube, es wird immer selbstverständlicher. Ich glaube, es kommt immer davor. Man sieht es ja selbst in Hollywood-Filmen. Wobei ich da manchmal denke, dass sie jetzt die Frauen dann nur zu männlichen Helden machen und das sind dann eben nur Frauen, die spielen. Aber die Werte sind immer noch dieselben. Die Gewalt ist immer noch das vorherrschende Mittel, die Welt zu verändern. Und das ist natürlich auch nicht was wir als Frauen uns wünschen, sondern man will ja auch über andere Möglichkeiten nachdenken, die Welt zu ändern oder zu beeinflussen und einen weiblichen Weg zu gehen und sich nicht nur in eine weibliche Version von einem männlichen Helden zu Das stimmt allerdings, aber gerade bei Ygraine ist das ja ganz zauberhaft, weil auch da wieder kurzer Plot, sie stammt aus einer Zaubererfamilie, will aber nicht zaubern, weil sie will lieber Ritter werden. Ja. Und selbst da sind ja eben auch gerade dieses Spiel eben mit ihren
Eigenschaften natürlich Ritter eher männlich konnotiert, aber dann eben doch auch an manchen Stellen dieses Zartfühlende von ihrer Familie gegenüber, was eine ganz wunderbare Mischung ist. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht verrät, was ja auch sehr gute weibliche Tugenden sind. Ob die weiblichen Tugenden nun bei einem Mann oder bei einer Frau zu finden ist, da müssen wir ja sowieso immer mehr darüber lernen, was denn eigentlich weiblich und männlich heißt. Aber ja, bei Igrein war es natürlich auch so, es war einmal, ist das Buch entstanden aus meiner Liebe zu The König of Camelot von T.H. White. Yeah. Und zum anderen, dass ich immer von Rittern fasziniert war, obwohl es natürlich eigentlich ganz furchtbare Institutionen einer herrschenden Schicht waren und meine Vorfahren, die wahrscheinlich arme Bauern waren, die sicherlich gar nicht schick gefunden haben. Also wie wir heute auch bei Burgen romantisch finden, es ist ja nichts romantisch daran, dass einem der heiße Pech über den Kopf gegossen wurde, wenn man da versucht reinzukommen. Kommt auf die Burgseite an, auf der man ist. Ja, also es ist interessant, was wir heutzutage als romantisch empfinden, obwohl es zu seiner Zeit dann ganz und gar nicht war. Aber ja, in Igrein habe ich das alles ausgelebt. Also alle meine Sehnsüchte. Und es gibt es ja in kleiner Form auch in der, wie heißt das auf Deutsch, der Ritter namenlos. Ja. Wo es im Grunde ja auch um ein Mädchen geht und da vor allem auch um dieses, so jetzt wird man mal verheiratet an den Sieger des Turniers. Nicht? Und was ja ein sehr zweifelhafter Ansatz ist. Und da verstehe ich sehr gut, dass dann das Mädchen einfach nur Ritter werden muss. Ja, auf jeden Fall, aber gerade auch bei Prinzessin Isabella, das ist also auch hier Bilderbuchbereich dann in dem Moment, auch um da das Spektrum noch so ein bisschen abzustecken, ist es ja ähnlich. Ja. Also die Prinzessin, die halt sich anders verhält, als sich eine Prinzessin insgesamt so zu verhalten. Ja, da war ich sehr traumatisiert davon, dass meine kleine Tochter nur Prinzessin und nur sagen wollte und ich als, wo ich immer schon im Englischen sagt man Tomboy war, das heißt also immer schon Eddie Jungs Spiele gespielt hatte, total erstaunt davon war, dass ich so eine Tochter hatte, die also so das Mädchen sein wollte in so vieler Hinsicht und sie war auch erst sehr empört, als ich dieses Bilderbuch schrieb, weil sie überhaupt nicht verstehen konnte, dass sie ihre schönen Kleider nicht haben will. Und gleichzeitig hat es natürlich zu wunderbaren Unterhaltungen geführt. Ja. Und ja, so inspirieren einen die eigenen Kinder dann auch immer auf ganz verschiedene Weise. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf, es wird das Weihnachtsgeschenk für meine Patentochter. Sie ist noch klein, darum kann man das jetzt im Internet sagen, ohne dass sie es findet. Aber da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, wie sie da dann drauf reagiert. Aber insgesamt ist halt Figurenzeichnung was man in all deinen Werken findet. Und ich muss natürlich noch zu meiner Lieblingsfigur ebenfalls die Frage stellen, die natürlich nicht nur Igrein ist, sondern also das ist die zweite, aber Staubfinger. Und da ist natürlich in dem Moment schon so die Frage, wenn man seine Figuren so liebt, warum bringt man sie denn so oft um? Ja, also das ist wahrscheinlich auf indirekte Weise die Schuld von J.K. Rowling und meinem englischen Pfleger. Denn ich war gerade in London und musste dort 2500 Bücher an einem Morgen signieren. Super! Das nimmt für alle Zeit die Romantik aus dem signierten Buch. Also wenn man das einmal gesehen hat, fragt man sich immer, was Leser wohl davon denken würden, wenn sie Autoren dabei sehen, diese Bücher signieren. Und sie bestapelten also und sie machten sich schon Sorgen, ob der Fußboden das auch aushält. Und mein wunderbarer englischer Verleger Barry Cunningham, der Harry Potter entdeckt hat, also er war der Einzige, der es nicht zurückgeschickt hat, kam und wir hatten eine wilde Diskussion über Sirius Black. Oh ja. Während ich also signierte, habe ich mich unglaublich darüber empört, wie sie Sirius Black umgebracht hat. Und das ist eine meiner Lieblingsfiguren in Potter. Ja. Und dass sie ihn wie eine Fliege von der Wand gewischt hat. Und ich sagte, und ich glaube, damit habe ich also wirklich den Kessel aufgemacht, wenn ich jemals eine meiner Figuren umbringen muss, dann wird das mit Blut und Tränen passieren. Das werden Blut und Tränen auf der Seite sein. So, dann signierte ich meine Bücher weiter. Und am selben Tag ging ich zu meinem Agenten in London, erzählte also den Plot von der Buch 4. Ich war mittendrin, ich wusste überhaupt noch nicht, was passiert. Mo war gerade im Kerker. Meine Agenten waren vollkommen schockiert, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was das Ende des Buches sein wird. Ich hatte das alles geplant. Ich so, nein. Ich bin jetzt gespannt, was passiert. Ich steige ins Taxi. Ich denke so darüber nach, was wird denn in dem Buch passieren? Und ich sehe plötzlich Staubfinger tot. Und ich denke, das ist ja absurd. Das kommt nur von diesem Gespräch, das ich über Sirius Black hatte. Das geht jetzt gar nicht.
Das wird nicht passieren. Ja. Bilder kamen immer wieder. Okay. Mal, das wird nicht passieren, das ist meine Lieblingsfigur, da kann er gar nicht. Und am nächsten Tag ging ich dann also im Wald mit meinem Hund spazieren in Hamburg, um diese Idee erstmal im Kopf rauszubekommen. Mhm. Aber die wurde immer konkreter. Oh. Und ich begriff plötzlich, dass es im Grunde darum geht, dass er für Farid sterben wird. Mhm. Und dass dieses Motiv das sein wird. Und dass ich ihn natürlich zurückbringen werde. Das war mir schon damals klar. Das geht ja gar nicht. Aber, oh Gott, das wird passieren. Da kann ich gar nichts dran machen. Die Geschichte war sehr entschieden. Mhm. Ich wusste natürlich, was ich mir damit einheimse, dass ich noch ein weiteres Buch schreiben muss. Richtig. dass ich einen Weg finden muss, ihn zu retten. Aber ich wusste, es muss passieren. Und es war auf sehr dramatische Weise ein Zusammenkommen von verschiedenen Dingen. Aber dann im Grunde der Willen der Geschichte. Mhm. Der sehr, also ich habe dagegen angekämpft. Mhm. Und es hat nichts gehört. Und ich glaube im Nachhinein immer noch, es war genau die richtige Entscheidung. Und es musste passieren, weil ich Staubfinger auch diese Angst nehmen musste. Ja. Weil er im Grunde jetzt, das merke ich auch, als ich jetzt die Farbe der Rache schrieb, mhm. er ist ja jetzt jemand, der in Frieden mit sich selber ist. Ja. Weil er hat das Schlimmste erlebt, was man erleben kann, alles zu verlieren, was man liebt. Und ist daraus herausgekommen. Und ich habe damit jetzt eine Figur, die so stark ist, dass ich ihm im Grunde seine Narben auf wunderbarste Weise genommen habe. Ja. Und interessanterweise hat die Geschichte mir genau den richtigen Weg gezeigt, was nur wieder mal bestätigt hat, dass man nicht entscheiden sollte, wo sie hingeht, bevor sie einem das erzählt. Also ich muss auch sagen, als ich das dann, ich glaube, den zweiten Teil habe ich zuerst gehört und dann erst gelesen und an der Stelle, als dann eben auch Staubfinger starb, ich habe erstmal ausgemacht. Ich habe gedacht, okay, nee, das passiert gerade nicht. Oh, ich habe so einen Zorn von dir. Oh, so einen Zorn. Es ist, und natürlich verdient, weil es ist ja auch furchtbar, aber ich wusste genau, es ist der richtige Weg. Ich hatte keinerlei Zweifel daran. Es war jetzt nicht irgendwie ein Trick, den ich gemacht hatte. Ja. Oh ja, jetzt lasse ich mal jemanden sterben. Nee. Ich wusste genau, welche Implikationen das haben wird. Ja. Und was ganz, ganz berührend und sehr, sehr seltsam war, als ich mit Paul Bettany darüber sprach, ob er Staubfinger spielen wird, musste ich mit ihm ein Telefonat führen. Okay. Und der Regisseur hat zu mir gesagt, du musst Paul überzeugen, dass er das spielt. Ich hatte also diesen berühmten Schauspieler am Telefon. Mein Sohn war sehr aufgeregt, als er mich holen kam. Mama, das Paul Bettany am Telefon. Einen berühmten Schauspieler am Telefon. Und er sagte, please tell me the story. Das heißt, ich musste am Telefon ihm Tintenherz und Tintenblut mal eben im Schnelldurchgang erzählen. Oh, okay. Und er hat nichts gesagt. Das heißt, ich habe fast eine Stunde geredet und hörte nichts auf der anderen Seite. Mhm. Dann sagte ich irgendwann, and then he dies for the boy. Und ich hörte, wie Paul sagte, oh, that's so beautiful. Und da wusste ich, dass er es macht. Ja. Und er hat es gemacht, weil Staubfinger stirbt, obwohl wir im Film da nie hingekommen sind. Ja. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass Paul Bettany's jüngerer Bruder gestorben ist. Mhm. Und dass er im Grunde eine unheimlich starke Verbindung zu diesem Motiv dadurch hatte, mit Farid. Was so seltsam ist, wenn man sich was ausdenkt und es plötzlich diesen Zusammenklang hat. Ich hatte etwas Ähnliches, sehr Spukiges mit Brendan Fraser, der Mo gespielt hat. Der wusste nicht, dass ich ihn im zweiten Band den Eichelhäher nenne. Mhm. Das ist im Englischen der Blue Jay. Ja. Und ich bin mit Brendan und meinem Mann im Wald spazieren gegangen und plötzlich hebt er eine Feder auf und gibt sie mir. Und ich sage, oh nein. Why do you give me this feather? Ja. Und die so, it's beautiful, it's for you. Es war eine Eichelhäher-Feder. Oh, das sind manchmal so Dinge, das passt einfach. Ja, und es wurde mit ihm noch viel schlimmer. Als wir abends essen gingen, hat er gesagt, ich wollte dir das nicht sagen, weil ich wollte nicht, dass du denkst, wir sind total verrückt. Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich immer ein Lieblings-T-Shirt. Okay. Und auf dem stand die Eichelhäher. Weil das war meine Eishockey-Team. Und ich saß da und habe gedacht, wie kann das sein, dass du mit Mitte 30 ein Buch schreibst, in dem du jemanden den Eichelhäher nennst
ohne zu wissen, dass der als kleiner Junge mit einem T-Shirt rumgelaufen ist, haben die eigentlich verschwendet. Gut, da muss man einfach sagen, da ist manchmal das Leben schon lustig. Also ja, da sieht man das Leben der Welt, aber man kann es nicht wirklich verstehen. Man sieht in dem Moment plötzlich, wie die Fäden zusammenlaufen, aber es bleibt ein großes Rätsel, was das bedeutet. Und eben auch das ist das Seltsamste, was mir je in der Hinsicht passiert ist. Ja, also Mit dem Eichelherr und Pauls Bruder. Das ist ja auch eigentlich eine Geschichte, die kann man sich ja nicht ausdenken. Also das ist halt so in dem Moment, dass das passiert halt einfach und dann ist es nur umso besonderer. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das, fiel dir das schwer oder wusstest du in dem Moment schon, okay, gut, in Band 3, es wird alles gut werden. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie wird's gut. Ja. Okay. Doch, ich konnte es deshalb tun. Okay. Also ich bin sonst unfähig, meine Figuren umzubringen. Ja. Das ist vielleicht auch eine Schwäche. Also ich kann das nicht. Mhm. Also ich will die einfach nicht verlieren und ich will die beschützen. Das heißt, ich kann ihnen schlimme Dinge antun, das muss man, und das tut man ja auch ab und zu, und bin dann furchtbarer Fenolio. Ja. Aber ich habe noch nie eine Figur aus meiner Geschichte herausbuxiert, ohne ihr die Chance zu geben, zurückzukommen. Und ich wusste bei Staubfinger, ich hatte die weißen Frauen ja schon als Motiv. Mhm. Also es war ja nicht so, dass ich dem Tod nicht schon begegnet war. Nee, genau. Ja. Ich wusste, in dem Moment, wo ich ihn in dieses Reich schicke, kann ich ihn zurückbringen. Mhm. Ich habe ja was Ähnliches bei Reckless gemacht. Richtig. Mit Jakob. Ja. Nur da passiert es so früh, dass die Leser sich im Grunde ausdenken können. Okay, der ist jetzt wahrscheinlich tot. Ja. Nicht? Aber die Szene ist ja eigentlich genauso dramatisch. Nur, dass er da eben sofort zurückkommt. Richtig, genau. Also das ist ja dann eher der Punkt, dass man sagt, okay, gut, da hat man als Leser auch eine gewisse Verlässlichkeit. Okay, es muss ja irgendwie weitergehen. Ich meine, das kann ja jetzt nicht sein. Richtig, nicht? Genau. Ja. Aber und es gibt durchaus Bücher, wo das passiert, wo Helden dann plötzlich weg sind. Mhm. Nicht? Oder es gibt traumatische Sachen, wie in einem meiner Lieblingsbücher, die Brautprinzessin, wo es eben nicht unbedingt nur ein gutes Ende gibt. Ja. Aber ich kann das nicht. Also das ist das, was, und ich weiß, sollte man vielleicht nicht so sagen, weil dann wissen die Leser, es geht immer irgendwie gut aus. Aber ich glaube ja auch einfach an dieses, dass der Tod jetzt nicht endgültiges ist. Mhm. Ich glaube immer daran, dass es alles ein Kreislauf ist. Mhm. Und das ist ja auch eine Idee, die ich aus vielen alten Mythen und Märchen man kennt. Da sind die Leute auch immer vom Tod zurückgekommen in Märchen. Und es wird als etwas empfunden, dass wir alle mehrere Auftritte auf dieser Welt haben. Mhm. Von daher spiegelt sich das natürlich in meinen Geschichten. Aber es ist natürlich immer so, dass man denkt, ja, aber der Tod gehört auch zum Leben und du musst ihn natürlich irgendwie auch vorkommen lassen. Ich wollte gerade sagen, apropos Auftritt, Jan steht neben mir. Das bedeutet, es ist Fragenzeit. Ich rutsche einmal ganz, mein Hocker vibriert und wackelt. So, okay, super. Jetzt, du hast genug Platz. Perfekt. Ja, es ist ganz irre, was da im Chat abgeht. Ich habe das ja so ein bisschen... Ich sehe es nur nebenher immer aufploppen und dann, oh Gott. Also über 2 DIN A4 Seiten an Fragen und so. Ich habe das mal so ein bisschen sortiert. Ganz viel auch Dank und vieles persönliche Menschen, die selber Bücher geschrieben haben, aber noch auf der Suche nach Verlagen sind und fragen, eher dranbleiben oder es eher dran geben. Menschen, die wirklich... Das kommt auch mit welcher Leidenschaft man schreibt. Ne? Wenn man das Gefühl hat, das gehört zum eigenen Leben dazu und das sollte man tun, dann muss man dranbleiben. Ne? Und sagen, J.K. Rowling kriegt da 18 Mal das Harry Potter Script zurück. Harry Potter Script zurück, ja. Ich glaube 18 Mal, ja. Ah, das ist schon. Das ist viel. Das ist. Und ich dachte, unsere Überarbeitung schleifen sind lang. Wir haben auf jeden Fall sind unglaublich viele, viele Fragen reingekommen. Ich habe so ein bisschen mal gesammelt. Es ist nicht jetzt, viele Leute werden ihre Frage nicht individuell wiederfinden, aber es gibt immer so Themenkomplexe, die kommen. Und ein Themenkomplex, der immer wieder kam, war die Frage, woher kommt die Inspiration für die Werke? Ja, also das ist leicht zu beantworten, weil die ganze Welt ist meiner Meinung nach aus Geschichten gemacht. Mhm. Nicht? Das heißt, also so wie jetzt Lisa gerade erzählt hat, dass ihr Mann sie geweckt hat und sie nachts raus und sie rausgegangen ist und den ersten Schnee begrüßt hat, das ist in sich schon eine Geschichte, die man schreiben könnte. Nicht? Das heißt, ich glaube, wir alle oder dass Jan Musik in Dorsten macht, wo ich herkomme. Da sieht man doch, oder? Da sieht man das Gewebe der Welt. Und das ist aus Geschichten gemacht. Deswegen habe ich eher das Problem, dass ich immer entscheiden muss, welche erzähle ich denn?
Weil ich, zu viele. Nein, ich wüsste im Moment 10 andere Bücher, die ich gerne noch schreiben würde, aber man schafft es einfach nicht. Mhm. Und von daher kann ich nur sagen, wenn man hinhört, hinsieht, hinfühlt, was in dieser Welt alles los ist, mhm. hat man nie einen Mangel an Themen. Das ist, schließt sich direkt an. Dann die Frage nämlich, inwieweit sind denn dann, wie wählst du dann aus? Wie wählst du auch deine Themen aus, dass man dann sagt, okay, das wird's und das bleibt jetzt mal, das bleibt jetzt mal eins dieser neuen Bücher, die ich jetzt nicht schreibe. Ja, also ich glaube, oft ist es so, dass eins der Auslöser ist, welche Recherche in mich interessiert. Mhm. Also worüber möchte ich gerne mal mehr herausfinden. Und dann habe ich eine wunderbare Ausrede, das zu tun, über ein bestimmtes Thema, über einen bestimmten Ort. Oft sind das auch Orte, die mich berührt haben, wie Venedig, wie die Kathedrale von Salisbury, wie Orte, an die ich komme und ich weiß, die werden irgendwann mal vorkommen. Das wird irgendwas auslösen. Menschen, Begegnungen, Pflanzen, Tiere. Und manche Geschichten sind einfach auch besonders dreist und bringen sich immer wieder in Erinnerung. Bei manchen sieht man auch das Potenzial. Oder sie haben ein emotionales Thema, was einen gerade besonders beschäftigt oder zum Schwingen bringt. Und wo man denkt, oh, da könntest du jetzt zum Beispiel das Thema im Herr der Diebe. Warum will man erwachsen sein? Warum wollen manche immer ein Kind bleiben? Das Thema interessiert mich, weil ich wollte immer erwachsen sein, schon als ich Kind war. Weil ich fand, dann kann ich endlich machen, was ich will. Mhm. Und über das war dann das Thema und im Grunde das Rückgrat des Buches. Mhm. Und manchmal hat man so ein Thema, manchmal kommt die Geschichte aber auch mit mehreren Themen. Bei Reckless ist das Thema die Märchen, aber dadurch kommen immer wieder andere emotionale Themen da rein, die mich oft auch sehr überraschen. Hast du da dann ab und zu, weil das auch als nächster Fragenkomplex ganz gut passt, du hast ja vorhin schon gesagt, manchmal ist eine Szene, die du schreibst, die passt halt nicht. Aber hast du dann auch, gerade wenn es dann auch so vielschichtige Themen sind und so herausforderungsreiche, auch mal eine Schreibblockade? Also so, dass es einfach nicht fließt? Gar nicht? Schreibblockaden gibt es nicht. Nein. Das ist einfach nur, es ist so, als wenn man sagt, die Erde ist flach. Das stimmt auch. Ich sage dann immer, jede Geschichte ist wie ein Labyrinth. Mhm. Und das, was Leute Schreibblockaden nennen, ist, dass sie in die Hecke gerannt sind. das heißt aber nur, weil die Geschichte hat sie ausgetrickst. Und sie haben irgendwo den Weg verloren. Oder die Geschichte versteckt irgendwas vor ihnen, was dann ganz aufregend wird. Ja. Das heißt, ich sage immer Tage, wo das so gar nicht fließt. Mhm. Also wie gesagt, ich habe es gerade mit einem Kapitel, wo sich der Böse ein bisschen von mir versteckt. Die sind ganz aufregend, weil man weiß, wenn man da jetzt durchkommt, dann hat man mehr erfahren über die Geschichte. Mhm. Dann hat man ein weiteres Geheimnis erfahren. Und natürlich macht sie einem das ein bisschen schwer. Nicht? Also in der Hinsicht sind Geschichten wie Divas. Nicht? Sie wollen immer so ein bisschen verwöhnt werden und gesucht werden. Sie verstecken sich gerne und sie verstellen sich gerne und verkleiden sich und schicken einem die falschen Helden. Und ja, also es ist für mich ein Labyrinth. Und je besser man wird, desto größer wird das Labyrinth. Mhm. Da sind auch zwei Fragen, die kamen, die da total gut zu passen. Nämlich die Frage, an welcher Stelle im Prozess kommt denn dann der Titel des Buchs? Ist der schon ganz am Anfang da oder kommt der ganz hinten oder mittendrin irgendwann? Ist der Moment? Der Titel war interessanterweise sofort da. Ich weiß nicht genau warum. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Capricorn ein Herz hat, das so schwarz wie Tinte ist. Mhm. Also da kam der Titel irgendwie her. Aber zum Beispiel Herr der Diebe hat lange gedauert. Jetzt bei Drachenseite hatte ich ganz lange keinen Titel, aber weil ich es im Englischen schreibe, kam irgendwann mein englischer Verlag und schlug einen vor und der war wunderschön. Das heißt, das passiert auch. Also meine Lektorin, die mich ja sehr gut kennt, schickt mir oft eine ganze Titelliste, wenn es noch keinen gibt. Mhm. Bei Reckless 4 ist es so, dass der Titel für mich immer noch so, ja, okay. Auf silberner Fährte, na gut. Auf den wir uns geeinigt haben. Ja. Ich wollte das Buch immer Kitsune nennen, wie den japanischen Fuchsdämon. Ja. Aber, und das verstand ich auch, mein Verlag und alle Verlage auf der Welt sagten, da weiß keiner, wie das aussprechen soll. Also, weil es ist halt ein japanisches Wort. Ja. Und da habe ich mich dann auf einen Titel eingelassen, den ich okay finde. Mhm. Aber, und da er in einer Reihe ist, passt er zu dem Buch auch durchaus. Aber das Buch im Kopf für mich heißt immer noch Kitsune.
Und, also ja. So kann das manchmal passieren. Ja. Du sprichst ja von den Verlagen. Das ist auch so eine Frage, die irgendwie unsere Reihe durchzieht. Wenn wir, wir sprechen über Werk und schaffen auf der einen Seite natürlich jetzt, wir sehen, was bei dir passiert, aber natürlich, sobald du fertig bist und du hast die letzte Illustration gemacht, dann geht's ja an anderer Stelle erstmal so richtig los, vermutlich. Also ja. Sei es Lektorat, sei es Verlagswelt. Ja, und immer wenn man gefragt wird, also Kinder tun das ja ganz unverblümt, wie viel verdienst du denn? Nicht? Ja. Dann antworte ich immer, also okay, pass auf, wenn du 10 Euro bezahlst für das Buch, kriege ich ein. Hm. Ne? Also das ist so ungefähr das. Ne? Ja. Weil dann kommen die Buchbinder, dann kommen die Drucker, dann kommt der Verlag, dann kommt der Buchhändler, dann kommen die Werbung machen. Ein Buch ist ein Produkt der Arbeit von so vielen, dass man das oft vergisst. Ja. Das heißt, wenn man es raus in die Welt sendet, damit es dann eine schöne Form hat, damit jemand es in die Hand nehmen kann, da müssen ganz viele dazukommen. Und ich habe das Glück, dass ich in Deutschland hier schon so lange beim Dressler Verlag bin, dass man also miteinander wie Familie ist. Mhm. Und dass ich inzwischen andere Verlage wie auch mit Fischer oder mit Aladdin wunderbare Erfahrungen hatte, wenn man mal ein Buch etwas anders macht Ja, jede Beziehung zu einem Verlag kann eine sehr aufregende und kann auch eine sehr frustrierende werden. Das findet man aber erst raus, während man die Bücher zusammen macht. Aber spricht man dir noch rein? Ja, also die sinnvolle Härte ist ein Beweis, also dass wir das da, ich bin nur, gerade wenn ich mit einem Verlag sehr gut zusammenarbeite, sehr offen dann für solche Gespräche. Wenn die Zusammenarbeit schlecht ist, hört man schon ganz anders hin, wenn das kommt. Und man weiß, wie hart es heutzutage ist, Bücher zu bekommen. Und man möchte es den Buchhändlern leichter machen. Man möchte es seinem Verlag leichter machen. Das heißt, ich höre schon zu. Ich habe zum Beispiel deshalb auch jetzt zugestimmt, dass die Wilden Hühner neu illustriert wurden. Obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Aber man versteht, dass ein Verlag sagt, okay, es ist eine andere Welt, es ist eine andere Zeit. Wir möchten das jetzt nochmal neu präsentieren. Da bin ich nicht jemand, der das dann verbietet. Weil der sagt, das geht jetzt nicht. Setzt dich das dann, also auch das war ein Fragenkomplex, setzt dich das dann auch so ein bisschen unter Druck? Also gerade, dass man sagen muss, da hängen so wahnsinnig viele Leute dran und da hängt natürlich auch eine nicht zu verachtende Leserschaft in dem Moment dran. Bist du da ab und an unter Druck, jetzt noch was Neues dann liefern zu müssen? Also ich würde das Wort Druck nicht dafür verwenden. Ich glaube, ich würde eher sagen, ich stehe in der Pflicht. Okay. Also ich sehe das schon als Verpflichtung. Und es tut mir leid, dass ich so lange brauche, um die Bücher zu schreiben. Wenn ich sie Decklist 4 in 3 Tagen oder 4 Tagen gelesen habe, wo ich 2 Jahre Arbeit reinstecke und sagen, wo ist das nächste? Dann sage ich, ich wünschte, ich könnte es genauso schnell schreiben, wie die es lesen. Ja. Aber ich weiß jetzt schon, oh Gott, ich muss die Farbe der Rache zu Ende machen. Jetzt mache ich erstmal Drachenreiter, damit die Jüngeren noch was bekommen. Ja. Weil an die denke ich ja auch. Ja. Dann Farbe der Rache. Ja, das kommt dann nächstes Jahr. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich bin weiter fertig und das muss ich dann noch illustrieren. Dann kommt die Farbe der Rache und dann kommt Reckless Farm. Ja. Und ich arbeite an all den Büchern schon, aber bis dann wirklich so ein Buch mit 300, 400 Seiten fertig ist, das ist halt auch für meine Lektoren nochmal so brutale Arbeit. Und wenn ich sehe, was dann nachher beim Verlag nachher dann noch alles an Korrektur lesen und jetzt haben wir den nächsten Durchgang und jetzt haben wir noch einen Fehler gefunden. Mhm. Und wahrscheinlich wissen die meisten Zuhörer nicht, was ein Hurenkind ist, außer im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Hurenkind ist im Buchdruck etwas, wenn es da unten auf der Seite plötzlich ganz hässlich aussieht, weil da nur noch 2, 3 Worte stehen. Das kann kein guter Grafiker aushalten, wenn da unten ein Hurenkind ist. Oder wenn oben auf der Seite ein Hurenkind ist, weil da plötzlich nur 2 Worte stehen und es sieht einfach so hässlich aus. Also muss ich im Text Sätze zusammenstreichen, ändern, hinzuschreiben, nur damit es diese Hurenkinder nicht gibt. Etwas, worüber man nichts weiß, wenn man einfach nur ein Buch aufschlägt. Die mussten wir auch streichen. Jetzt. Das ist also, ja, aber wofür Texte alles geändert werden. Das ist interessant. Ja. Die sollen ja auch hübsch aussehen. Ja. Da auch, die Frage muss ich direkt stellen, die ist gerade erst gestellt worden, aber wie viele Stunden am Tag schreibst du denn in etwa? Hast du da auch so, es gibt ja dieses Thomas-Mann-Prinzip, zu sagen, ich habe hier so ganz klar meine Zeiten, in denen mache ich das. Und es gibt ja auch also dieses lustvolle Prinzip, dass man sagt, ich warte, bis mich die Muse küsst und dann gehe ich in meine Schreibkammer und dann lege ich los.
Also ich bin eine Mischung von beiden. Meistens kann ich sie ja erwarten, Licht loszulegen. Aber ich bin nicht wie Thomas Mann, der bestimmte rigide Zeiten hat, und ich lasse auch nicht meine Kinder vor der Tür warten. Die durften bei mir immer rein und sie durften da auch einfach sitzen und auch mal was fragen. Und also ich bin immer gewohnt daran gewesen zu schreiben, wenn um mich rum viel los ist. Ich habe früher nur geschrieben, wenn meine Kinder in der Schule waren, damit ich dann, wenn die nach Hause kamen, zur Verfügung stand. Und wenn sie dann wieder spielen gingen, dann konnte ich wieder schreiben. Heute bin ich da natürlich viel flexibler. Das heißt, ich werde jetzt zum Beispiel, wenn ich mit euch durch bin, nochmal einen Kaffee mit Angie, meiner Assistentin und sehr guten Freundin, trinken, die wir auch La Cubana nennen, weil ihre ganze Familie aus Kuba kommt. Und dann gehe ich in meine Garage, die auch mein Kunststudio ist, und werde versuchen, dieses Kapitel von Drachenreiter zu schreiben, was ich geschafft habe. Das heißt, dann werden wir ein Weihnachtsmittagessen haben hier und dann werde ich nochmal zu meinen Eseln gehen und lass den Tag dann so kommen. Aber ich kann sagen, ich versuche, wenn ich an einem neuen Buch schreibe, immer mindestens ein Kapitel am Tag zu schreiben. Das heißt natürlich, rot zu schreiben, das wird dann noch oft überarbeitet. Wenn ich ein Buch vorbereite, an einem bestimmten Motiv zu arbeiten, und das sind manchmal 3-4 Stunden nur, weil ich finde immer, danach wird das Schreiben meist ein bisschen dünner. Dann muss man aufhören. Und dann mache ich halt all das andere, was für uns alle zum Arbeiten dazu gehört. Lesezeichen für eine Veranstaltung definieren, E-Mails beantworten, den Kalender organisieren und so weiter. Das heißt, ich würde mal sagen, wahrscheinlich arbeite ich am Tag manchmal 6 und manchmal 16 Stunden. Das kommt drauf an, wo mir gerade nach ist. Aber das liebe ich natürlich auch daran, dass ich selbstständig bin. Es gibt dann aber natürlich nicht sowas wie Wochenende und Urlaub und freie Tage. Das kommt selten vor. Ja. Das kennen wir total gut. Also das können wir gut nachempfinden. Ja. Ich habe noch eine dringende Frage bekommen, denn es gibt hier in den persönlichen Fotos, ich habe sozusagen eine Frage einer 12-jährigen Lisa König gefunden. Ich mach das mal irgendwas, aber hier, das ist dazu, haben wir das. Das stimmt, Jan, das kann ich nicht sehen. Ja, es ist ein Lektüre-Tagebuch und da hat eine ganz. Aus dem Jahr 2006. Da bin ich nach Amerika gezogen. Nein, da war ich ein Jahr nach Amerika. Und da gibt es unter anderem einen Brief an Cornelia Funke. Ich habe das. Den ich mich nie getraut habe abzuschicken. Nein, und, Lisa. Und ich würde sagen, Lisa, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, deinem 12-jährigen Ich richtig, eine Frage zu beantworten. Genau, da freut sich mein 12-jähriges Ich schon die ganze Zeit drauf. Und zwar war die Frage, die mich als Kind am allermeisten umgetrieben hat, war, warum das Buch in Tintenherz denn auch Tintenherz heißt. Weil das ja so eine schöne Verweisstruktur auf das eigentliche Buch und den Leser, der ich ja bin, sei. Und wie du dir das gedacht hast, da wird sich mein 12-jähriges Ich voll freuen, wenn du das beantworten könntest. Ja, das fuhr mir erst, während ich die Geschichte schrieb, ein, denn eigentlich, wie gesagt, das Tintenherz ist das schwarze Herz von Capricorn. Ja. Und während ich daran schrieb, begriff ich plötzlich, dass es so ein Buch schon gibt. Mhm. Und dass es das irgendwo gibt. Ich habe seitdem natürlich sehr oft die Frage gekriegt, wann schreibe ich das denn endlich mal? Und ich habe immer gesagt, das kann ich nicht schreiben, weil Finolio das geschrieben hat. Und der schreibt ganz anders als ich. Mhm. Ich hoffe immer noch, dass ich das irgendwann mal als Drehbuch schreibe. Weil das ist ja dann eine ganz andere Form und ein ganz anderer Klang. Und ich habe sogar ein Notizbuch bei mir liegen, auf dem steht Das schwarze Prinz und der Feuerspucker. Ach, und das ist darüber, wie die beiden noch jung sind und Freunde sind und bevor Staubfinger noch Roxane trifft und so weiter und so weiter. Und ich hoffe, dass ich die irgendwann schreibe, weil ich einfach auch so sehr an der Figur vom schwarzen Prinz bin. Ja, und das zu Recht. Danke, da freut sich mein 12-jähriges Ich jetzt schon drauf, wenn das dann tatsächlich mal passiert. Ja. wo wir gerade bei Vorbildern sind. Das ist eine der Fragen, die auch relativ häufig kam, die ich auch ganz spannend finde. Hast du Vorbilder? Also ich weiß immer nicht so genau, was ein Vorbild ist, nicht? Weil man macht ja eigentlich einen anderen Menschen nicht nach. Man soll ja man selber werden. Ja. Genau. Das heißt, wir alle sind ja auf dieser abenteuerlichen Reise herauszufinden, wer wir sind, nicht? Und wer wir sein können und wie wir das Beste sein können, was wir sein können. Ich würde immer sagen, dass der Name, der mir sofort dann kommt, immer der von Astrid Lindgren ist. Weil
mich einfach immer so beeindruckt hat, wie die ihr Leben lebte. Mhm. Also die, wie sie sich einsetzte für Tiere und Menschenrechte, wie sie auch litt an der Welt und ja. wie wütend sie auch über die Welt werden konnte. Ja. Und die tiefe Menschlichkeit und Rebellion in ihren Geschichten hat mich immer so beeindruckt. Als ich im Astrid Lindgren Museum in Stockholm stand, das war für mich ein sehr, sehr bedeutsamer Moment. Ja. Und als ich dann von den Machern des Museums hörte, dass Astrid darauf bestanden hat, dass die Reise durch ihre Geschichten, die man da ganz wunderbar in einem kleinen Zug machen kann, mhm. Mit den Brüdern Löwenherz endet. Und alle sagten, nein, Astrid, das kannst du nicht machen, da geht es um den Tod. Und sie sagte, ja, natürlich ist das das Ende. Und dass man sie angefeindet hat, als sie die Löwenherzgeschichten schrieb, dass sie doch den Kindern den Tod so schmackhaft macht mit diesen Geschichten. Und all das hat mich immer so maßlos beeindruckt. Mhm. Und auch ihr Wille, darüber zu sagen, dass man kämpfen muss für das, woran man glaubt. Aber dass man das nicht mit Gewalt tut. Mhm. Was mich immer sehr beschäftigt hat, weil ich mich immer gefragt habe, gerade auch als Deutsche. Und ich meine, ich finde immer, dass wir in der Hinsicht gesegnet sind, dass wir Deutsche sind, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen müssen. Ja. Weil unsere Vorfahren Dinge getan haben, die wir uns nicht vorstellen können. Und dass wir gerade als Deutsche da sehr bewusst dann auch wissen, wo die Welt hingeht. Mhm. Das habe ich hier mit deutschen Freunden besprochen, als es mit Mr. Trump immer schlimmer wurde. Mhm. Nicht? Dass wir sagen, müssen wir jetzt als Deutsche einen offenen Brief schreiben und sagen, das kommt uns allen so bekannt vor, was ihr hier gerade macht. Mhm. Und glaubt uns, wir wissen, wo das hingeht. Mhm. Und diese Sachen, das hat für mich, glaube ich, alles Astrid immer sehr verkörpert, dass sie das alles sehr ernst nahm, was ich als Kind sehr ernst nahm. Mhm. Und wenn man sagt, Vorbild, ich schreibe anders als sie, aber ich hoffe, ich tue es mit derselben Leidenschaft mhm. und mit denselben Werten, die ich bei ihr finde. Ja. Und ich habe leider keine Pippi erfunden, ich meine das. Natürlich nicht. Ja. Also ich finde die Tintenwelt auch schon ganz okay. Das tröstet mich jetzt. Das ist gut. Wir haben eine unkonventionelle Frage. Weil wir sind jetzt so langsam schon am Ende und darum müssen wir die stellen, weil die stellen wir allen. Und man wird als Erwachsener gewisse Fragen nicht mehr gefragt, wenn man älter wird. Sowas wie, wie schnell kannst du in deinen Turnschuhen laufen, wird man dich gefragt. Und das oft auch aus guten Gründen. Aber die Frage, die wir dir gerne stellen, was ist denn dein Lieblingsdino? Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ja. Ich glaube, mein Lieblingsdino ist ehrlich gesagt der Brontosaurus. Das ist ja ein Pflanzenfresser. Ja. Weil, also ja, Tyranno und all die Velapto und all die bösen, oder sag mal, sind ja nicht böse gewesen, aber naja, sind ziemlich unangenehm gewesen, wenn man sie traf. Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Ja. Und der Bronto, den fand ich immer auf einfach so wunderbare Weise so sanftmütig. Mhm. Und trotz seiner Größe ist der für mich dann auch ein Vorbild. Nicht? Ich bin vielleicht auch, weil ich inzwischen schon lange Vegetarier bin, dass er mir so unglaublich sympathisch ist. Nicht? Also, das wäre mein Lieblingsdino und den hätte ich auch gerne hier und auf den würde ich dann auch manchmal einigen. Das wäre auf jeden Fall bestimmt ein Bild für die Göttersuchtleinzeit bei Eseln, Enten und den beiden Süßen. Ja.